Ja, herzlich willkommen zum dritten Teil meiner S&P 500 Handelsstrategie mit Momentum, Saisonalität und Volatilität. Mein Name ist Ramon Hack und ich freue mich, dass du wieder dabei bist. Was nicht fehlen darf, Risiko und Warnhinweis, also alles, was man hier sieht und hört, ist bitte nicht als Anlageberatung oder Handelsempfehlung zu verstehen, sondern dient logischerweise ausschließlich der Informationen. Womit wollen wir uns heute beschäftigen? Momentum, Saisonalität haben wir abgehandelt in Teil 1 und Teil 2 dieser Videoreihe. Und jetzt könnte man meinen, kommen wir zur Volatilität, aber das ist noch nicht ganz der Fall, denn es gibt noch ein weiteres ganz spannendes Einstiegskriterium, das ich mir angesehen habe und verwende. Und das ist das Thema Antizyklik. Bevor wir es in der Praxis durchgehen, will ich euch die zwei Einstiegskriterien nochmal in der Theorie erläutern. Beim Thema Antizyklik habe ich Folgendes überlegt, und wenn ihr euch den ersten und zweiten Teil dieser Videoreihe angesehen habt, dann habt ihr festgestellt, dass wir schon sehr, sehr gute Einstiegskriterien auf der Long-Seite für steigende Kurse gesehen haben, auf Basis des Momentums, auf Basis der Saisonalität. Aber eines hat mir gefehlt, nämlich gute Einstiegskriterien in Zeiten von fallenden Kursen. Und da habe ich mir einiges dazu angesehen und das für mich passendste rausgezogen, nämlich zum einen das Thema, wie weit laufen Hoch- und Tiefkurse auseinander? Und ihr seht auch hier schon auf der Folie, ich lasse sie 35% auseinanderlaufen. Das ist ein sehr, sehr hoher Wert, werden wir später auch gleich nochmal sehen. Aber ich lasse sie trotzdem, Gründe werde ich erläutern, so weit auseinanderlaufen, bis ich dann zu Käufen hier komme. Das ist das eine Thema. Und das zweite Thema ist mal wieder das Momentum. Diesmal schauen wir aber nicht nach steigendem Momentum, sondern wir schauen, ob der Kurs eine bestimmte Schwelle, in meinem Fall sind es 10%, unter dem langfristigen Momentum unterschreitet. Und das nutze ich dann eben auch für einen antizyklischen Einstieg. Und das Ganze, wie ihr es kennt, schauen wir uns in der Praxis an mit der Software ProRealTime. Und was ich zunächst mal gemacht habe, ist, wie ich es eben schon angekündigt habe, mir angeschaut, okay, wann gibt es denn Märkte, die fallen und wie könnten hier sinnvolle Einstiegskriterien aussehen? Jetzt gehen wir erstmal nach dem Lehrbuch. Wann kommt es zu sogenannten Bärenmärkten? Also der Bär steht an den Märkten für fallende Kurse. Und dementsprechend Bärenmärkte, Marktphasen mit fallenden Kursen. Und das ist eben per Definition immer dann der Fall, wenn die Kurse von einem vorherigen Hoch 20% nachgeben. Jetzt müsste man vielleicht noch einen Zeitraum definieren. Also habe ich zumindest gemacht. Und ich sage, okay, wenn wir vom 200-Tages-Hoch 20% entfernt sind, dann ist das für mich ein sogenannter Bärenmarkt. Und das habe ich hier auch mal visualisiert. Also im oberen Bereich seht ihr den Kursverlauf des S&P 500 Index seit 1950. Und hier im unteren Bereich oder direkt darunter, das ist der Indikator, der mir die Bärenmärkte, wie ich sie eben beschrieben habe, ausweist. Das heißt, in einem Bärenmarkt per dieser Definition sind wir immer dann, wenn hier die Grafik rot ausgefüllt ist, also der Wert sich unter dieser Trennlinie befindet. Und was direkt auffällt, ist, dass natürlich, wie sollte es auch anders sein, solche Bärenmärkte sehr gut identifiziert werden. Ja, also das können wir uns anschauen. Es war 1970 der Fall, 1974, dann Ölkrise 1987. Und wenn wir uns jetzt aber die jüngeren großen Krisen anschauen, Jahrtausendwende, Finanzkrise, dann stellen wir fest, dass
wir hier viel zu früh ein Signal bekommen. Also wenn wir schon eingestiegen wären, wenn der Kurs 20% gefallen ist, dann hätten wir halt einfach nochmal ein ganz, 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 ganz gutes Stück in beiden Fällen nach unten mitgenommen. Also dieses Kriterium reicht mir persönlich jetzt für Einstiegssignale nicht aus. Deswegen habe ich gesagt, ich schaue mir die vorherigen Hochs und Tiefs an. Und auch das kennt ihr aus den vorherigen Videos. Das ist einfach eine Marktphasendefinition. Wir brauchen hier die obere grüne Linie. Das ist ein 90-Tages-Hoch. Und die untere rote Linie. Das ist ein 200-Tages-Tief. Und wenn diese beiden Linien hier auseinanderlaufen, dann könnte man hier Einstiegssignale definieren. Die Frage ist nur, wie weit sollen sie auseinanderlaufen, bis es eben zum Einstieg kommt. Der große Vorteil ist, es geht hier gar nicht mehr nur um das Thema Antizyklik, denn die Linien laufen auseinander, wenn die Kurse stark fallen, aber eben auch, wenn die Kurse stark steigen. Und dazu habe ich insgesamt auch mal einen Indikator gebaut. Ich nehme wieder jetzt den langen Zeitraum. Und man sieht, der ist jetzt hier in mehrere Bereiche geteilt. Also, der erste Bereich, wenn hier die Werte gelb ausgefüllt sind oder in den gelben Bereich gehen, dann bedeutet das, der Kurs oder diese Hochs und Tiefs sind 15% voneinander entfernt. Da könnte man jetzt sagen, okay, das ist mein erstes Einstiegskriterium. Und ich habe das auch so definiert, dass ich dann hier mit dem ersten Teil des Kapitals einsteige. Zweitens, die Kurse bzw. der Indikatorwert geht hier in den roten Bereich. Das bedeutet, Hochs und Tiefs sind 25% voneinander entfernt. Und hier könnte man jetzt sagen, okay, dann gehe ich mit dem zweiten Teil meines Kapitals in den Markt und kaufe also. Und wenn ich nur das machen würde, dann würde ich auf folgende Performance-Kurve kommen. Und die sieht eigentlich ganz angenehm aus. Aber was direkt auffällt, sind natürlich hier Zeiträume 1974. Da steige ich viel zu früh ein. Es geht nochmal ordentlich nach unten. Um die Jahrtausendwende habe ich auch schon gesagt, die große Krise hier um die Jahrtausendwende, Platzen der Dotcom-Blase, da steige ich auch viel zu früh ein, komme dann nochmal ordentlich runter und eben auch in der Finanzkrise 2008. Und in der aktuellen Situation ist es eben auch so, dass ich einsteige, aber dann die Kurse eben noch stärker gefallen sind. Isoliert betrachtet sieht das gar nicht so schlecht aus. Auch wenn wir uns mal die Bewertungskriterien hier anschauen, dann sehen wir zum Beispiel, dass wir hier unterwegs sind. Ich ziehe es gleich hier in das sichtbare Feld, dass wir hier unterwegs sind mit Trefferquoten von ungefähr 60%, Profitfaktor 4,11, also für jeden Dollar, den man verloren hat, hat man auf der anderen Seite 4,11 Dollar gewonnen. Und wenn man sich aber die Drawdown-Statistik anschaut, was heißt aber, wenn man sich die Drawdown-Statistik anschaut, dann sieht es auch relativ gut aus. Maximaler Drawdown bezogen auf die geschlossenen Positionen 16,68% und jährliche Rendite 5,96%. Ihr erinnert euch, wir haben ja die Rendite ausgerechnet im vorherigen Video vom S&P 500, die war 7,75. Klar, die ist jetzt hier besser, aber man muss natürlich auch sehen, dass wir in dieser Strategie auch nur 67% der Zeit im Markt sind. Okay, nochmal zurück zu dem Thema. Ich steige zu früh ein und die Kurse fallen weiter. Ich nutze jetzt diese antizyklischen Einstiegskriterien nur, wenn der Markt ganz extrem fällt. Und das ist jetzt wieder in dem Indikator hier unten. Nur der Bereich, wenn Hochs und Tiefs
35% auseinanderlaufen. Also alles, was hier unten nur diese Spitzen schwarz ausgefüllt ist, nur das sind für mich jetzt die relevanten Einstiegskriterien. Jetzt könnte man sagen, hey, warum? Das sind noch viel zu wenige. Und wenn ich nur das machen würde, stimmt das auch. Aber jetzt muss ich ein bisschen vorgreifen. Ich werde auch noch ein Video machen zum Thema Short-Strategie. Also wie kann man in dieser Handelsstrategie von fallenden Kursen profitieren? Und das ist eben immer nur dann der Fall, wenn ich keine Long-Position habe, also wenn ich nicht schon investiert bin auf steigende Kurse. So, dementsprechend bin ich mit diesem Thema hier, gerade wenn die Kurse auch fallen, trotzdem auf steigende Kurse investiert. Das möchte ich nicht, wenn die Kurse weiter fallen, weil ich für mich als bessere Alternative sehe, dann hier wirklich auch von den fallenden Kursen zu profitieren, indem ich eben direkt auf fallende Kurse setze. Also die antizyklische Einstiegsstrategie ist nicht entscheidend für den Erfolg der Gesamtstrategie, hat auch relativ wenige Signale, aber ist natürlich dann trotzdem im Endeffekt ein Puzzleteil, das dazugehört. Und was man auch noch machen kann, ist zu schauen, okay, wie sieht es denn aus, wenn der Kurs eine bestimmte Schwelle unter dem langfristigen Momentum unterschreitet. Und auch das habe ich hier mal visualisiert. Ich habe hier ein Momentum genommen, wirklich super langfristig, 1500 Tage, das sind ungefähr 6 Jahre, und habe mir angeschaut, okay, wann ist denn der Kurs geringer, als er vor 6 Jahren war? Und da packe ich noch eine Schwelle drunter von 10%. Also 10% geringer, als der Kurs vor 6 Jahren war. Und da sieht man auch, alles, was hier unter dieser Trennlinie ist und rot ausgefüllt, das würden dann Einstiegssignale bedeuten. Und auch hier sieht man, man trifft hier ziemlich sicher die Tiefs vergangenheitsbezogen. 1970, 1974, 1978. So, zur Jahrtausendwende hat es nicht gepasst, weil sich einfach das Ganze hier so lang hingezogen hat und wir so eine zeitlich bedingt auch lange Abwärtsmarktphase hatten. Aber dafür haben wir ja auch durchaus andere Strategien, bei denen wir hier eingestiegen sind. Und dann gibt es noch mal ein paar Signale hier tatsächlich 2005, obwohl die Kurse gestiegen sind. Aber sie waren halt trotzdem niedriger als in dem Fall von vor 6 Jahren. Und auch das hätte Einstiegssignale bedeutet. Und dann nochmal sehr gute Einstiegssignale eben zur Finanzkrise im Jahr 2008. Und wenn man eben diese beiden Dinge, also erstens Hochs und Tiefs laufen um 35% auseinander oder sind 35% voneinander entfernt und der Kurs unterschreitet die 10%-Schwelle unter dem langfristigen Momentum. Wenn man diese beiden Dinge hier nochmal kombiniert und in die bereits bekannten Einstiegskriterien aus Momentum und Saisonalität aus Video Teil 1 und Video Teil 2 hier einbaut, dann bekommt man eben diese Performance-Kurve. Und das sieht jetzt schon mal richtig gut aus. Und wenn wir uns hier nochmal die Bewertungskriterien anschauen, dann sehen wir, okay, wir sind hier unterwegs mit ungefähr 70% Trefferquote, Profitfaktor 7,08, maximaler Drawdown 14,02% und jährliche Rendite richtig gut, auch im Vergleich zum Index selbst 10,39%, im Vergleich zum Index 7, was haben wir gesagt, 7,5% oder 7,6%. Also sowohl die Drawdown-Werte viel besser als auch die Rendite-Werte viel besser. Das kann man aus meiner Sicht, denke ich, durchaus so machen. Und was ich gerne das nächste Mal zeigen möchte, sind zwei Themen, nämlich Ausstiegssignale aus der Long-Seite und zum Zweiten, wie kann ich von fallenden Kursen auf der Short-Seite profitieren. Das war's mit diesem Video für heute. Ich danke für eure Aufmerksamkeit. Freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Viel Erfolg bei euren Handelsaktivitäten und bis zum nächsten Mal.